Gewalt- und Sextäter bekommen Schmerzensgeld. Ehemalige Sicherungsverwahrte klagten mit Erfolg. Karlsruhe, Baden-Württemberg. Ein vermutlicher Präzedenzfall zeichnet sich ab. Das Landgericht Karlsruhe beschied 4 ehemaligen Sicherungsverwahrten einen Anspruch auf Schmerzensgeld in Höhe von bis zu 73.000 Euro, wie das Magazin Stern berichtet. Die verurteilten Gewalt- und Sextäter saßen nach Angesichts des Gerichtes nachträglich unzulässig im Gefängnis. Hintergrund ist ein Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes, das 2009 die deutsche Sicherungsverwahrung für Schwerstverbrecher für menschenrechtswidrig erklärte. Weitere Schmerzensgeldklagen der im letzten Jahr entlassenen Verbrecher werden erwartet. Richter Lang sprach den 4 Klägern im Alter zwischen 55 und 65 Jahren insgesamt ein Schmerzensgeld in Höhe von 240.000 Euro zu. Gefordert hatten sie insgesamt 400.000 Euro. Verhandelt wurden im Prozess erstmals die Frage, ob denn in Deutschland sicherheitsverwahrten Straftätern ein Schmerzensgeld zusteht und in welcher Höhe. Das nunmehr gesprochene Urteil könnte beispielhaft für Dutzende sein. Wir werden das Urteil prüfen und gegebenenfalls Berufung einlegen, sagte Oberstaatsanwalt Jürgen Gremmelmeier in einer Stellungnahme gegenüber dem Stern. Die Kläger saßen unter anderem wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes. Jura-Experten erwarten, dass die Sache wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung noch einmal vor dem Bundesgerichtshof BGH verhandelt wird. Bis zu einer entsprechenden Urteilsfindung werden jedoch noch 1 bis 2 Jahre vergehen.